Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Yoshi's Crafted World. So, hier geht's los im Spinnenrad, Spinnerei hier. Ja, und dann willkommen zum neuen Part. Zurück ist erstmal am Anfang. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, die Leute. Ich hoffe, es geht's gut. Ja, mir geht's gut, bin soweit. Naja, so eine zur Hälfte war durch mit meinen letzten Prüfungen so. Also langsam neigt es auch hier in Bayern, dass wir das zu Ende. Wir tun hier aber ganz klar auf langsam. Ja, ne? Bald ist es ja endlich soweit, die E3 beginnt. Da möchte ich ein bisschen über den Part hier drüber reden, was ich mir eigentlich so vorgestellt habe, Thema E3 in die Richtung geht. Haben mich dann ein bisschen mehr gefragt. David, was hast du dir so vorgestellt zum Thema E3? Und ja, will ich einfach ein bisschen so berichten, was ich mir da gedacht habe. Nein, ich wollte doch essen. Und auch diejenigen sagt das hin? Nicht mehr. Wir werden es gleich sehen. Nope, diejenigen ist. Schade. Dann können wir doch die, weil ich glaube, das müsste man das Wolle-Ding da aufmachen. Aber das, da ist ja Wolle, das heißt, damit sollte das gehen. Gut, die haben nämlich bestimmt jetzt ohne Grund das Ding hier hingestellt, behaupte ich. Stopp mal, das geht auch noch von hier. Wolle. Was? Wie habe ich das jetzt gemacht? Oh mein Gott, Jesus. Aber wenigstens ist die Münze noch da. Die wird es auch bekommen. Das ist eine immer so eine Aktion, wenn man so krass die Taste drückt, dann macht man versehentlich so einen Sturzflug und ist dann direkt irgendwo unten. Ne? Ja, zum Thema E3, ne? Erste Information, die ich euch mal einfach liefern möchte, weil wir es mir auch schon gefragt haben, ich werde definitiv die ganze E3 streamen. Also alles, was bei mir so in die Cloud kommt, weil da ist, habe ich ja E-Ferien. Sprich, das wird so ein Stream. Während der E3 werde ich die ganze Zeit bis ins Stream laufen. Und immer wenn es halt was zu sehen gibt, übertragen wir das. Ich habe da was in Planung, was eigentlich ganz nett ist. Also ich habe hier so ein richtiges kleines, in Anführungszeichen, Studio hier, bei mir aufgebaut. Extra dafür, mit dem wir das dann machen. Ich glaube, das wird ganz nett dann. So, ich glaube, hier muss man, dann kannst du nicht mehr alle Gegner töten, also lass das mal machen. Jetzt bringen wir auch mal auf alle drauf. Bam. 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 Ah ja, wunderbar. Irgendwie erinnert mich die voll so an Pinguin. Also das ist klar, das ist ein Pinguin, aber die erinnern mich voll an diesen Pingu. Weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, so. Diesen alten Anime-Pingu. Naja, egal. Aber darum soll es heute nicht gehen, nämlich, sondern über die E3. Ich werde definitiv alles livestreamen. Ich mache doch eh nochmal ein genaueres Programm. Das schau mir an, wann genau welche Publisher was streamen. Und werde mich dann dementsprechend entscheiden. Aber ich werde alles schauen, das ist halt. Hier geht es wieder runter. Wie geht das hier denn da runter? Muss man doch hoch, oder bin ich jetzt komplett dumm? Muss man doch dann dagegen springen, oder nicht? Ist jetzt hier? Ah, ich verstehe das Prinzip. Oh nein. Jetzt haben wir doch mal weniger Hardcore verkackt, ne? Aber ernst, das macht man so in so einem Fall. Da kann man ja nur runterspringen. Oh, und jetzt sind wir wieder runter, oder wie? Ja, sag das doch gleich. Woher soll ist denn das Riesen? Aber die Mechanik muss man auch mal so verstehen. Aber wenn man die mal versteht, ist das eigentlich alles nur halb so wild. Und es geht bewusst zuerst links. Weil ich glaube, hier gibt es nämlich was. Naja, neue Leben, wunderbar.
So. Gut, hier sind wir angekommen. Nehmen gleich die Plattform und warten erstmal ab, weil hier gibt es eine. Oh mein Gott. Ist hier eigentlich gar nicht so. Scheiße. Nein. Okay, das war dumm. Eigentlich hätte ich die erst bekommen müssen. Ja, aber okay, da haben wir es jetzt, weißt du, auch immer total behindert und dumm angestellt. Mei. Ist das halt so passiert, passiert. Ja, E3 wird nice. Wie gesagt, ist aber das ist. Nicht Livestream. Abpräsentation. Und ja, wir haben da so ein richtiges E3-Studio. Was ich deshalb auch so beim Aufbauen bin. Werde dann immer so ein Kollege da haben, mit dem wir das dann zusammen machen werden. Den ganzen Spaß. Und dann, ja, läuft das. Also es wird definitiv cool. Darauf können wir uns freuen. Dass es hier unten weitergeht. Sonst hätte ich gar nicht so Probleme gehabt. Yay, eine Münze. Aber das hier mit Arbeiten, das ist eigentlich. Aua. Wenn man nicht gerade von so einer Rakete getroffen wird. Ist das. Oh. Bam, also noch die letzte Münze, die letzte, jetzt haben wir wieder bis auf eine Hand, das triggert mich so. Diese eine. Diese eine Grinseblume, die man irgendwo vergisst, die dann, naja, nicht da ist. Ey, das triggert hardcore. Und auch genauso Münzen, die fehlen für die. Ey, das ist doch, das. It's triggering me. Vor allem mit den roten Münzen müssen wir mal schauen, dass wir da ein bisschen mehr ansammeln jetzt so. In nächster Zeit. Aber da war bis jetzt noch nicht so krass viel. Das ist so eine Sache, die fällt mir auf. Da könnten wir doch noch ein bisschen nachlegen. So, gehen wir doch gleich mal zum Automaten und schauen, was hier so Lustiges gibt. Und danach schauen wir dann mal weiter, was wir noch so alles auf dem Kicker haben. So. Einmal drehen und wir sehen. Was für ein Outfit die bekommen, ich bin gespannt. Ui, Sikos Requisite, das ist doch ganz toll. Das ist doch ein wichtiges, aber einmal machen wir noch, komm. Eine Sache will ich noch, und zwar eine richtig tolle hoffentlich hier. Im roten Ei. Oh wei, oh wei. Oh, Jackpot, oder? Nee. Eine Beißbox. Die ist selten. Oh, doch, Sackpot hier. Ich glaube, die beißt so Leute, oder wie? Ja, das merke ich mir mal. Habe es so im Hinterkopf, ne? War auch in Real Life ganz geil, wenn mir jetzt irgend so ein Lehrer blöd kommt, so eine Beißbox zu haben und damit. So, jetzt geht's in die Spook-Warnwähler. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's gruselig. Okay, das Einzige, was daran gruselig ist, bin ich. Aber okay. Ja, na, E3 wird übelst nice. Wie gesagt, wir bauen da gerade so ein Studio auf. Da freue ich mich richtig drauf. Ihr merkt das schon, mein Hype. Haben wir wieder unser Mikrofon und alles. Also das wird wirklich sehr nice. Konnte es drauf freuen. Also da konnt ihr wirklich, Stopp, hier gibt es die erste Blume. Immer abwägen und schauen, wo das anfängt mit der Blume. Das ist nämlich hier. Das ist irgendwo hier. Vermutlich in dem Dingsbums ganz genau. Da haben wir sie doch. Was immer achten, ob da irgendwie so ein Fragezeichen fällt oder sowas in der Nähe ist, was einen Ausschluss darauf geben könnte, wo diese Blume ist. Weil ich werde netterweise immer angezeigt, was wenn es wirklich gut ist. Okay, und hier geht es immer nicht weiter, das heißt, wir müssen wohl darauf.
Also brauchen wir die Hilfe von dem Ding hier, oder? Oder wie? Wo war's? War das Obi? Ne, hier kommen wir drauf. Wunderbar. Jetzt werden wir nach oben transportiert. Von dieser Grusel-Wusel-Villa. Und hier haben wir doch gleich so die zweite Münze. Und hier auch noch von den paar eingesammelt. Da will ich nämlich mal die 20 voll bekommen. So zumindest meine Hoffnung. Bam, bam, bam. Und adios. Zumindest jetzt hat mal. So, machen wir die alle kalt. Was ist das? Hier gibt es safe irgendwo noch eine Grinseblume. Ist hier drin? Yay, ist hier drin. Huhu. Jetzt haben wir auch einen Schlüssel. Aber ich glaube, hier rauszugehen war ein Fehler, ne? Weil hier geht es irgendwie wieder zurück. Aber die Tür ist jetzt so offen. Scheiße. Gut, da kommen wir da wieder als weiterlaufen. Ah, Schlüssel hat man nämlich gebraucht, um hier rauszukommen. Ich weiß halt hier fragst, wenn man noch irgendwelche Dinger zum Töten hätte, ne? Ja, das ist unfair. Es hat ja nicht genügend Zeit und nicht genügend Wolle. Okay, heißt, also wir haben jetzt wieder eine Grenzeblume verspielt. Aber die nächste hier werden wir jetzt definitiv nicht verspielen. Aua. Okay, das Ding wird hier gut bewacht. Gold haben wir uns hier trotzdem. Und warum? Weil wir es können. Nicht gut. Ich muss ganz genau dann hoch, wenn das Ding auf der anderen Seite ist. Weil er sehen, nämlich der Missaun ist direkt. Und ich glaube, der hätte es Leben gegeben. Kann das sein? Ist auch immer so, wenn man irgendwo in Gefahr läuft, ganz genau getötet zu werden. Kommt dann da wieder so ein Ding und dann gibt es neue Leben, was auch wirklich durchaus angenehm ist. So, wir haben auch nochmal so eine Side Challenge. Dann, let's take this. Uff. Die sieht ja irgendwie auch ein bisschen machbarer aus. Hätten wir nicht so einen garstigen Typen, der mich gerade heftigst an dieser Challenge hindert. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße, ey, das war zu spät. Hä, wie kommt der nach unten? Ich verstehe es nicht. Schackgesicht hier. Schlüssel mehr, das ist bis jetzt noch gar nicht anders, weil es am fliegt, du fettes Ding. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich war... Ich glaube, man muss das Ding hier erstmal in die Richtung hier locken. So, lululul, hier bin ich. Find mich, töt mich. Und jetzt geht er hier in die Seite und das ist der... Wie? Kann man diesen Misthaufen hier töten. Versteh's halt nicht. Versteh es nicht. Ja, wir brauchen hier offensichtlich irgendwas, sonst kommt man hier nicht weiter in diesem Scheißspiel. Wie soll man den denn umgehen? Flieg doch, du Scheißhaufen, ey! Mann! Nee, die Stelle direkt bis hier gerade auf. Du Scheiß-Roboter-Fettsack hier. Ja, komm. Leg mich um, mach mich tot. Alter, wie kann er eine Soße bekommen?
Dieser Fettsack! Piss dich! Mimi, jetzt gehst du an die wieder auf den Senkel. Wissens. War nett mit mir. Ich hasse dich. Nein! Du kommst mir nett hier, dass du mich hier noch nach unten jagst. So, vergiss es. Das wird mir erst so blutig gleich. Aber hier verliere ich es hardcore. Ja, wahrscheinlich, dass der Missing Audio Moment ja auch noch trifft hier. Ey, nee, der Teil ist wirklich so ein Teil, wo es sagt, dieses jetzt. Und noch fliegen wir Dingsbums-Dinger. Was gibt's denn hier noch alles? Ja, wahrscheinlich. Nee, was kommt denn noch alles hier auf mich zu? Hier muss man irgendwo hoch auf die Dinger, ne? Oh Scheiße, ich hätte auf dem Dorf bleiben müssen. Ich sollte mir vielleicht unten eventuell auch noch Wolle holen. Wäre zumindest an sich eine doch so eine empfehlende Idee. Denke ich mir nur so nebenbei. Ah, wenn ich jetzt halt hier ins Wenke und dann noch hier hinlenke. Vielleicht nicht alle von meinen. Was sind das? Ach, da muss man so drauf zielen. Ja, sag das doch gleich. Ich dachte, hey, man konnte da vielleicht so drauf springen, aber springen ist hier nicht. Die ganze Sache natürlich jetzt ein Aua. Bisschen kritischer macht. Aber egal. Wir fliegen jetzt hier drauf und dann. Let's go to the shit hier. Gut, jetzt haben wir die wenigstens hier auch noch. Hoffentlich fliegen wir jetzt mal ganz gemütlich zum Ziel. Wenn ich nirgends weiter. Ich dachte, man muss hier hoch, oder wie? Ah, hier unten geht's entlang. Ach, da braucht man einen Schlüssel. Ja, brr. Sag das doch gleich, oder woher soll ich denn das riechen, dass mir jetzt wieder so ein scheiß Schlüssel braucht, ey, ne? Okay, das heißt, da müssten wir, glaube ich, hier hoch und jetzt einmal zack. Hier gibt's nur Leben. Was ist das hier? Dieses Level triggert mich gerade so hardcore. Oder musst du beide von den Dingern töten? Ich hab keine Ahnung. Ja, ist gut. Oder geht das hier noch irgendwie weiter? Nicht, ne? Nein, so warte mal hier hoch. Mal, dass wir den Geist hier killen. Ne, geht nicht. Don't understand what they want. Ah! Der sagt doch gleich, dass man die Treppe hier auf. Soll man das wieder riechen, oder wie? Soll man das riechen? Ich dachte jetzt, hier wäre der Schlüssel oder so. Aber weit gefehlt.
Oh nee, das sieht ja nochmal richtig schön in die Länge. Ja, massive Kuduhornsohn. Ich weiß schon, da ist der. Als ob er mich da noch erwischen kann, Alter. Nee, dieses Teil, es regt halt so derbe Hardcore auf. Es regt so derbe Hardcore. Hallo, Fettsack. Ist hier wieder nicht schnell genug hier oben. Da ging auch wieder, mich einfach erwischen kann, dieser kleine Fetze. Nee, du ey, das ist nicht feierlich. Scheiße, ey. Nee, die Stelle ist hier wirklich kritisch. Als ob er mich erwischt. Der mich erwischt hat. Scheiß Bastard. Nee, wirklich, dieser Typ, der ist slim. Wie kann man sowas hier in Level bauen, ey? Nee, der nervt mich jetzt. Aber hallo. Ja, komm doch her, du Kleiner. Willst du spielen? Willst du spielen? So. Willst du spielen? Spielen. Ja, war klar, dass du jetzt wieder weißt, dass er wenigstens scheiß Schlüssel und kann mich hier raus verpissen. Muss erstmal schauen, wo es überhaupt herkam, denn ich bald jetzt hier den Weg nicht findet oder so. Aber ich glaube, jetzt kommen wir hier endlich raus aus dem Irrenhaus. In Richtung. Oh nein. Jetzt kommt ja dieses Kind hier. Geh weg. Geh weg. Puh, ich dachte, das wird mich wieder erledigen, ja, am Ende. Also, das Level hat das doch ganz schön in sich. Muss ich jetzt schon sagen. Das Level hier, das ist schon. Die anderen waren so komplett einfach und jetzt hier ging es halt, okay, drei, die ich jetzt nicht habe. Immerhin habe ich dafür jetzt eine Grenzeblume bekommen. Und 10 von 20 Münzen, was auch eine Besserung ist. Immerhin. Also kann man sich jetzt nicht so 100% beschweren. So, liebe Leute. Ja, das soll es dann auch vom heutigen Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf die E3. Ich habe das jetzt nur ein ganz kleines bisschen erwähnt, so was meine Pläne für die E3 sind. Ich werde das nochmal im Infovideo ganz genau erklären, wann ich wirklich was streame. Mache ich es dann Anfang Juni, wollte ich sagen, aber ich sag glaube schon morgen, wenn ihr das Video seht. Weil wenn ihr das Video seht, dann ist Freitag der 31. Hat es noch das Gegenteil von Freitag der 13. Ich habe gemerkt, dass der Freitag der 31. ist, keine Ahnung. Ob ihr die Logik versteht. Wie es dem auch sei. Ist gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Und ja, ne, wie gesagt, jetzt so 5. oder 6. Juni, kurz bevor die E3-Soße losgeht, dann alle genauen Informationen, wann ich was streame. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Video. Wir sehen uns später wieder oder wann anders. Wisst ihr, was so abgeht? Morgen am 1.6. startet übrigens ein neues Display-Projekt. Darauf könnt ihr euch freuen. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao!